Das Legnitzko-Waltitzko klassische Musikfestival, wie der Name schon sagt, spielt sich ab in Legnice, Eisgrub und Waltitze, Felsberg und Umgebung. Der heurige Jahrgang war in dem etwas Besonderes, weil ein Konzert auch im Weinviertel im Liechtensteinschloss Wilfersdorf stattgefunden hat. In den wunderschönen Räumen spielte das Prag Cello Quartett. Das Prager Quartett spielte noch nie in Österreich. Es war für die vier Cellisten somit eine Premiere. Sonst ist die erfolgreiche Band auf der ganzen Welt unterwegs. Honzo, jak se ti tady hrálo? Děkuji za otázku. Nám se tady hrálo skvěle. I když jsme procestovali vlastně s kvartetem, dneska jsme si říkali, že je to vlastně docela vtipný, že jsme procestovali půlku Asie, celou Evropu a v Rakousku jsme ještě nikdy nehráli. Takže pro nás je to vtipná premiéra. Díky. A jak se to by hrálo v Rakousku? No, já jsem dneska byl moc potěšen, protože celou první půlku se tady hřinula vůně vína a já jsem milovník vína, samozřejmě. Jak rakouského, tak i moravského, takže jsem si to užíval i tímhle způsobem. Jak se ti líbí tady ten nápad s tím hudebním festivalem na Jižní Moravě a Rakouskem? No tak my jsme rádi přijali pozvání, protože ředitelem Lednicko-Valtického hudebního festivalu je náš kamarád Jiří Partika, kterého známe jako houslistu, spoluhráče a moc fandíme v projektu, který vypadá bombasticky. Das Prag Cello Quartett ist eine tschechische Violoncello-Formation, die ihrem Publikum eine Konzertshow liefert, die nicht nur bekannte klassische Stücke von bekannten Meistern bietet, sondern auch Eigenkompositionen in Richtung Jazz, Pop und Rock. Das Ziel der jungen Musiker ist, den Menschen die klassische Musik näher zu bringen, sie damit zu unterhalten und zu inspirieren. Auf ihren Konzerten sparen sie nicht mit humoristischen Einlagen und überraschen das Publikum mit eigenen, nicht traditionellen Stücken. Die Formation entstand im Jahre 2006. Seit 2012 spielen die Mitglieder Jan Zwerfina, Petr Spaček, Jan Zeman und Ivan Vokáč, die in Prag das AMU absolviert haben. Einer der geladenen Gäste war der Bürgermeister Wilfersdorfs, den wir gefragt haben, wie ihm das Konzert gefallen hat. Grüß Gott, Herr Bürgermeister, was halten Sie von der Idee, dass das Konzert hier stattfindet? Ich finde es für eine super Idee und ganz, ganz wichtig ist, dass diese Region, das Weinviertel Südmähren, dass es noch mehr zusammenwächst. Und eben dieser Kulturaustausch, das ist sicher ein wertvoller Schritt dazu. Und was sagen Sie zu der Idee vom Herrn Batek, das zu machen, also überhaupt das ins Leben zu rufen? Ich finde die Idee für sehr gut. Und zwar eben, dass diese Liechtenstein-Schlösser und diese Regionen damit verbunden werden und auch hier grenzüberschreitend in dem Sinn, auch hier bei uns in Wilfersdorf, das stattfindet. Und das ist wirklich für uns als Gemeinde Wilfersdorf und für die ganze Region wirklich sehr bedeutungsvoll. Danke. Noch eine letzte Frage. Wie hat Ihnen das Konzert gefallen? Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich finde diese Leichtigkeit von den Konzertanten und so weiter, also das ist wirklich fabelhaft, ich kann sagen, fantastisch.